tied to the soul. You won't be able to enter without one. So how do we get one? You get his attention. I know some places that are of particular value to the father of the bride. You hit those, you'll get your shot. Wait, why would Satan give out an invitation for destroying his stuff? Oh, he won't, but it should piss him off enough to get him to attack Johnny personally. Either the devil kills Gat and Ultor gets the construction contracts to rebuild what was destroyed, or Johnny kills Satan and I'll have to pay less taxes. It's pretty win-win. That's why you're helping us? To make more money in hell? Hell's what you make of it, sweetie. Works for me. What you got? All right. Satan had entrusted the day-to-day running of hell to 5 archdukes, and Dane knew how to find them all. But beyond that, not everyone in hell was content to go along with Satan's status quo. There were others who shared Dane's ambition for power, and the Ultor mogul knew that the key to unseating Satan lay in gaining their aid. But before Johnny set out to wage war against the Prince of Darkness, Dane had one final gift. An artifact that he had spent fortunes on. Lucifer's cracked halo. This holy relic granted Johnny the majestic wings of the Morning Star. However, he still needed help in learning how to use them. Darf ich eine Frage stellen? Ja. Wer ist dieser Dane? Das ist einer der Gegner aus dem zweiten Spiel. Ach, aus dem zweiten. Ist okay. Was ich nicht spielen kann. Show a little excitement. You're about to experience angelic flight for Christ's sake. Dane. Someone needs a nap. Just collect some soul clusters and power up the halo. You'll be flying around in no time. Okay. Hier sind Teile, die kann ich benutzen. Ah, okay. Ich will jetzt einsammeln. Jetzt lauf, du Sau. Great. Eins. Now you should have just enough clusters to power up your halo. Okay. Flug. Was? Moment, Tabulator. Ja. Du kannst nun die in die Luft abheben. Perfekt, um die richtige Höhe für einen Flug zu erreichen. Halte leer gedrückt, um deine Sprünge aufzuladen, um höher und weiter zu springen zu können. Okay. So. Was jetzt? Supersprint. Juhu! Übernehmen. Supersprint. Mit Supersprint kannst du nun schneller laufen als Autos. Yay! So. Kerre in blablabla, bla bla, Zukunft, Ausrüstung, ja. Okay, deshalb ging das nicht. Muss auf dich warten? Ja. Okay, jetzt habe ich das. Guck mal, Chicken Wings. Guck mal meine Chicken Wings an. Wow. So. Hey, you didn't fuck it up. Good job. Now get up that cliff. Don't worry. If something looks too high, just keep on jumping off the wall. Remember to charge your jumps if you want to get up the cliff faster. Ah, also wie im ersten Teil. Now it's time to fly. You heard yep. of crawling before walking? Well, in this case, you need to jump before you can fly. Launch yourself in the air with a jump and then hold your wings out okay, to fly ich hab to verkackt. That next island. I put out some orbs to show you the path. Ja, ich muss auch nochmal. Ja. Alter, okay, daran muss ich noch gewöhnen. To the next island. Do that by pointing your head down. Don't worry, the rest of your body will follow. Ach so, jetzt kapier ich's. Muss aber jetzt mal die Steuerung umschalten, das gefällt mir nicht. Halte R gedrückt, um einen Flug Schwung zu bringen. So, also abzutauchen eher. Uhr. I put a shiny flap orb out in front of you. Collect the orb and your wing will flap to gain speed. Nein, hoch. Oh.
umgekehrt. Alright, now try flapping those wings on your own. Do a flap on your way to the next island. Hoch mit dir. Gotta pick it up. The exact opposite of diving is climbing. Climbing will slow you down and eventually cause you to stall. And trust me, stalling sucks. You can flap while gliding to gain additional speed. So the faster you're going, so jetzt aber nochmal. Now try to reach the island up there. Hallo? Ich komme nicht hoch. Versuchen wir nochmal. So jetzt. Hä? Oh Mensch, bei mir will das nicht so ganz. Hallo? Hä? Ich bin dafür zu doof. So, und... Achte darauf, dich in die Lava zu fliegen. Ja, ich weiß. Aber irgendwie... Ich hab mir wehgetan wegen meinem... Manu! Komm doch mal zurück. Irgendwie kriege ich das nicht so hin. Ach, ja, du musst doch. Auch ein ja, bisschen... Ja, ich bin zu hektisch. Wenn dich oben und unten bei der Steuerung, wenn das, du kannst das nämlich tauschen. Ich habe das nämlich auch gemacht, dass wenn ich die Maus hochbewege, dass ich hochziehe und nicht runter. Okay. Hallo? Fliegst du auch mal? Ja? Hä? So wie sprinten und dann einfach. Ja, mache ich ja, aber. Auf Leertaste. Du musst auf Leertaste manchmal drücken, damit du wieder hoch kannst. Ja, ja, gut. So. Let's get you back to the old Tor building. I want to run through all the stuff you can do to hurt Satan. Sure thing. See you soon. Das werde ich privat noch mal ein bisschen üben. Here's the deal. If you want some face time with Satan, you need to get his attention. Now, Satan hates being challenged, so anything you do to undermine his control is good. Fraud, mayhem, shooting demons in the face, anything. You can keep track of Satan's wrath with this handy meter. Get it high enough, and you'll be having drinks with Big Red in no time. I've compiled a list of shit to do, so take a look and do whatever sounds fun. Oh, one more thing. We have some potential allies down here. Trust me, you want to impress them. Juhu. Okay, cool. Wenn ich das vorhin in dem Buch richtig gesehen habe, sind das hier geschichtliche Bösewichte teilweise. Das ist gut. Mit dem Supersprint kannst du nun schneller laufen als Autos, das weiß ich ja. Zu den Fliegen haben wir auch gelesen. Jedes Mal, wenn du in der Luft steigst, erhältst du einen Flügelschlag, drücke Leertaste um eine Spur. Ich muss kurz. Oh nein, Saints Flügel! Entschuldigung. Zeige im Hades mit diesen fiesen Jungs Flagge. Was wir über die Standardflügel gesagt haben, kannst du getrost vergessen. Diese Jungs hier sind etwas ganz Besonderes. Och, Menno. So. Hä? Waffe Schädel? Ja, Vorbesteller-Ding. Ach so, geil. Vorbesteller-Pack-Bonus. Du hast den Schädel des Narren freigeschaltet, der durch Shakespeare berühmt geworden ist und von den Seelen der Verdammten angetrieben wird. Kaufe die ultimative Verbesserung, um die volle Macht dieses besessenen Schädels zu entfesseln. Okay. Kannst du mal aufhören damit? Ist okay. Hallo? So. Warte mal, das ist einfach... Was ist denn das da? I hope there's not something ridiculous like 100 of these to find. Boah, hier sind überall Seelen. Ah, Seelen. Lost count on these things. Huh? Oh, zu gut. Er ist zu niedrig. Note to self. Find a way to control lightning. Let's see what these things can do.
Sau. So. Wir sollen Aufgaben erledigen. Die Menschen hier, also die lebenden Toten, sind komisch. Naja, sie sind tot, ne? Ja. Ja, es sei halt etwas und die werden nicht gleich aggressiv, wenn du sie angreifst. Hör doch mal hier. Wow! Oh, das war nice! Huch, wer bist du denn? Oh. You've just entered one of four soul extraction facilities. This is where souls enter hell to have their sins removed and then thrown to the streets to wander for eternity. Now make no mistake, this isn't Satan being magnanimous. Sins are the currency in hell. That means these places are the cornerstone of his income. There's three sections of the facility, and to fully take it over, you need to capture all three. But be careful. Satan's goons are going to be looking to reclaim any section you're not guarding. We pull this off, you'll hurt Satan and Ultor makes money. It's win-win. Cool. Jo, warum nicht? War jetzt eigentlich nur Zufall, dass ich da reingegangen bin. Da war so eine Tüte und ich wollte dich umbringen. Ich hab grad ein Dings getötet, einfach hier so ein. Im Monster Truck war ein Teufel drin, den hab ich umgebracht. Ja, hier war so eine Teufelin drin. Ein Teufelin? Hallo. Schön. Weg von Get! Danke, Kinsey! Was soll ich jetzt erobern? Aha. Hallo? Oh, ich hab Sümpfen gesammelt. Ach, da bist du. Ich bin hier. Hier ist da rauf. Achso, ich hab neue Upgrades. Oh. So. Oh. Du weißt nicht, was wir tun müssen. Ich muss ja da dran. Wir müssen hier wohl drauf stehen bleiben, irgendwie. Sicher? Also zumindest lädt sich hier bei mir so ein Balken. Erober den Kontrollpunkt. Hallo? Oh. Keine Ahnung, warum jetzt. Warum müssen hier die Leute toten? Toten, ja. Ich weiß es nicht. Also eben hat sich angefangen aufzuladen. Wo war ich? War doch irgendwo eine. Ah, du. Oh. Oh, was hab ich denn hier? Passiert nichts. Okay. Der stand, also als ich mich da draufgestellt habe, stand da einfach nur einfach auf den Aufgabenblock zu. Ja, hier. Aufgabenblock. Heiligenschein rüstet dich, Loyalität, abgeschlossene Aufgabe. Alle Goldmedaillen. Na, machen wir erstmal eine Mission einfach. Heiligenschein aufladen. Hallo? Könntest du einmal. Was könnte ich? Mich helfen hier so. Ich bin so ein bisschen am Sterben. Oh. In der Hölle. Warte, ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin hier direkt bei dir. Direkt bei mir? Ja, jetzt bist du weg. Jetzt bist du irgendwie, fliegst du hier so rum. Hier! Nach da vorne! Ja. Schnell! 5, 4, 3, 2, 1. Kacke. Mist. Aber ich sterbe auch gerade. Huch, und jetzt? Bin auch tot. Ich habe hier keine Waffen. Ich muss ja mit der Fäusten. Da waren auch immer ganz viele Teufelchen. Ja, du müsstest aber jetzt. Was habe ich hier? Hast du die Lavakanone oder habe ich die eingesammelt? Ich. Au, ich habe Kanonen. War ich nicht. Warte, was habe ich denn da alles? Handarmbrust, Schnellfeuer und Automatikgewehr. So. Mist.
Grafikbugs oder was waren das hier?